So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal um Grundlegendes in der Spieleprogrammierung. Und zwar möchte ich so ein paar Sachen, ein paar Mechanismen, die es häufig gibt und Sachen, die es zu beachten gibt, möchte ich in diesem Video mal kurz besprechen. Also, unabhängig davon, was Sie für eine Bibliothek, was Sie für ein Framework oder für eine Programmiersprache für die Spieleprogrammierung nutzen, gibt es oft gleiche Mechanismen. Ja, die werden wir gleich besprechen. Das heißt also Mechanismen, Möglichkeiten, die diese verschiedenen Systeme, Bibliotheken, Frameworks und so weiter, Programmiersprachen zur Verfügung stellen, gerade speziell für die Spieleprogrammierung. Als erstes Mal gibt es so eine Kleinigkeit, die generell zu beachten ist. Und zwar das kartesische Koordinatensystem, was wir aus dem Schulunterricht kennen. Normalerweise ist es so, dass man, wenn man das zeichnet, muss man sich vorstellen, da ist die X-Achse, die liegt unten und die Y-Achse geht nach oben. Ja? So, beim Computer, wenn es darum geht, auf unserem Screen etwas zu zeichnen, etwas darzustellen und das Ganze entsprechend zu positionieren, da sind die Achsen so angeordnet, wie Sie es hier sehen. Das heißt, die X-Achse verläuft eben nach rechts, wie gehabt. Nach rechts hin nimmt die X-Achse, nehmen die Werte zu. Die X-Achse ist allerdings hier oben angeordnet, nicht unten. Und die Y-Achse, die geht nach unten hin, ja, und nimmt nach unten hin in den positiven Bereich zu. Das heißt, bei Computergrafiken etc. sind die Koordinatenachsen so angeordnet, wie man es hier sieht. Und hier haben wir unseren Ursprung. Ja. Das heißt, hier haben wir den Punkt 0,0. Das ist so eine Kleinigkeit, die Sie hier beachten müssen. Ein Tipp, den ich Ihnen hier auf den Weg geben möchte, gerade wenn Sie 2D-Spiele bauen und Sie müssen, ja, Sie müssen sich überlegen, wie Sie Objekte bewegen, wie Sie auf Kollisionen reagieren, so irgendetwas, wie Sie Objekte zeichnen, wo Sie die anordnen, machen Sie sich eine Skizze und zeichnen Sie sich diese Koordinatenachse nehmen. X-Achse und Y-Achse nach rechts hinzunehmend, nach unten hinzunehmend für die Y-Achse. Das hilft Ihnen ungemein, da die Orientierung zu finden. So, wie gesagt, vollkommen egal, was Sie da für ein System benutzen, was Sie beim Bau von Computerspielen unterstützt, es gibt oft gleiche Mechanismen. Also egal, ob das zum Beispiel bei Python Pygame ist, bei Java Processing oder auch die Programmiersprache Processing ist, ob das bei der Webprogrammierung gibt es das Framework Fasa, was Sie benutzen können. Es gibt die SDL-Bibliothek zum Beispiel für C, C++ und so weiter, für so Geschichten. Die SDL-Bibliothek kann man auch für andere Programmiersprachen für die Spieleprogrammierung nutzen. Das ist also im Prinzip vollkommen egal. Diese Systeme bieten gleichbleibende Mechanismen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und zwar das Elementarste, was wir hier besprechen, das ist die sogenannte Game Loop. Die Spieleschleife. Habe ich hier schematisch einfach mal skizziert, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Der zentrale Punkt bei dieser Game Loop findet regelrecht hier in diesem Bereich, hier in dem grauen Feld statt. Da habe ich Spielelogik hingeschrieben und Verarbeitung. Das heißt also, hier wird alles regelrecht verarbeitet. Das heißt, Neuzeichnung von Objekten des Screens. Das heißt also, wo und wie die gezeichnet werden sollen. Ja, also entsprechende Positionen, die Größe der Objekte und so weiter. Das wird hier alles berechnet. Des Weiteren auch Bewegungen, dass sich also Objekte auch bewegen können, das wird berechnet. Kollisionslogik findet hier statt. Das heißt auch, beziehungsweise weiterhin auch das Einlesen von Benutzereingaben. Ja, das sehen Sie hier über diesen orangenen Faden, das orangene Objekt, Einlesen von Benutzereingaben via Tastatur, Maus oder Gamepad.
Münde dann auch hier in der Spielelogik und hier werden dann entsprechende Entscheidungen getroffen. Dieser Part hier wird meistens dann mit mindestens 30 Mal in der Sekunde oder sogar bei 60 Frames die Sekunde wird das 60 Mal die Sekunde durchlaufen. Ja. Ich habe hier, wenn Sie mal aufpassen, hier habe ich zwei getrennte Pfeile gezeichnet. Hier einen grauen, ja, das heißt also das, was hier rauskommt, mündet hier oben und hier einen orangenen, gilt genauso, das, was hier rauskommt, mündet hier oben. Das soll also einen Kreislauf darstellen. Ja. Und hier werden letzten Endes die Benutzerangaben entgegengenommen. Warum sind das jetzt aber getrennte Pfade? Nun, bei einer normalen Applikation, beispielsweise eine Büroanwendung, Tabellenkalkulationsprogramm, ja, Datenbank für ein Unternehmen, ja, beziehungsweise ein Verwaltungsprogramm, damit die ihre Kundendaten verwalten können und, und. Die laufen immer nach dem einzelnen Prinzip, das heißt, das Programm wartet immer, bis irgendwelche Benutzerinteraktionen stattfinden. Ja, das heißt also, bis der Benutzer irgendwelche Kommandos gibt, ja, oder irgendwelche Daten eingibt. Ja, so lange wartet das Programm und wartet, bis irgendwas kommt. Und erst wenn was kommt, Daten oder Kommandos von seitens des Benutzers, erst dann wird irgendeine Interaktion durchgeführt. Das heißt, das Programm berechnet irgendwas, verschiebt Daten, verändert Daten, was auch immer. Bei einem Computerspiel, müssen Sie sich vorstellen, da ist das nicht so. Ein Computerspiel ist dahingegen nicht mit einer normalen Applikation zu vergleichen, sondern ein Computerspiel macht immer irgendetwas. Es berechnet immer irgendwelche Bewegungen, es berechnet neue Positionen eben für Objekte im Screen, neue Größen der Objekte, was auch immer. Aus diesem Grund haben wir hier diesen grauen Pfeil hier separat. Das soll andeuten, es findet hier immer ein Kreislauf statt. In diesem Kreislauf mit eingeschlossen ist immer auch die Ausgabe von Sound, sowie auch das Neuzeichen des Screens. Im Prinzip können Sie sich das Neuzeichen des Screens hier vorstellen als grafische Ausgabe. Grafikausgabe, mehr ist das nicht. Ne? Und dieser Pfad wird immer durchlaufen. Egal ob vom Benutzer Eingaben kommen über Tastatur, Maus oder Gamepad, diese Berechnungen finden immer statt. Stellen Sie sich vor, ein Autorennenspiel, ja, der Spieler oder die Spielerin kann das Rennauto steuern. Ja. Wenn jetzt der Spieler oder die Spielerin das Rennauto nicht steuert, dann fährt das Auto aber trotzdem. Und wenn ich das Auto nicht steuere, dann fährt es demnächst gegen eine Wand oder gegen ein anderes Auto und ist kaputt. Ja. Und dieses Weiterfahren und eventuell Kollidieren, na, wenn ich es nicht richtig lenke, na, das können Sie sich vorstellen mit diesem Pfad hier, dass hier immer ein Durchlauf stattfindet und immer eine Ausgabe von Sound oder das Neuzeichnen des Screens. Ja. Stellen Sie sich einen Flugsimulator vor. Ja, wenn Sie das Flugzeug nicht steuern, das heißt also, wenn von Ihnen keine Eingaben als Spieler kommen oder Spielerin kommen, dann stürzt das Flugzeug irgendwann ab. Ja. So können Sie sich das auch vorstellen. So, wenn jetzt natürlich, deshalb hier der orangene Pfad separat, wenn jetzt natürlich vom Benutzer Eingaben kommen, ja, ich bewege zum Beispiel meinen Charakter über die Tastatur oder mit Hilfe der Maus oder mit Hilfe eines Gamepads, dann werden diese Eingaben hier natürlich entgegengenommen und entsprechend verarbeitet. Ja. Aber dieser Pfad ist nicht zwingend notwendig. Es findet hier immer ein Durchlauf, eine Interaktion statt. Und natürlich damit verbunden Ausgabe von Sound und Grafikausgabe. Das sind, wie gesagt, Neuzeichen des Screens, ist nichts anderes wie eine Grafikausgabe. Und diese Systeme, die es da gibt, also diese Bibliotheken, Frameworks oder Programmiersprachen, die bieten Ihnen oft Möglichkeiten. Das heißt also zum Beispiel, dass Sie Signaturen für Funktionen bieten, etc., die Sie mit Code ausfüllen können oder entsprechende Klassen und. Wo sie entsprechende Objekte generieren können, um diese Game Loop letzten Endes zu realisieren und die Interaktion, also Ausgaben von Sound, Neuzeichen des Screens und so weiter. Ne? Einlesen von Benutzereingaben, was auch immer. Ja? Aber dass sie sich daran mal gewöhnen. So,
Zusätzlich bieten diese Systeme, ich spreche jetzt nur noch von Systemen, die sie da unterstützen, also entsprechende Bibliotheken, was auch immer, zusätzlich bieten diese Systeme auch die Möglichkeit, dass sie einfache geometrische Objekte zeichnen können. Diese Möglichkeiten haben sie auch oft, gerade bei der 2D-Spieleprogrammierung. Diese einfachen geometrischen Objekte, das kann eine einfache Linie sein, das kann eine Ellipse sein, natürlich auch ein Kreis sein, das könnte ein Rechteck sein, natürlich auch ein Quadrat und das könnte auch ein Dreieck sein. Ja. Aber das sind so die Möglichkeiten, die Sie da schon mal haben. Zusätzlich natürlich auch die Möglichkeit, diese Objekte noch auszufüllen, beispielsweise einzufärben, dass das Rechteck hier schwarz ist, die Ellipse hier rot, das Dreieck hier unten lila, ne? Die Linie hier, die könnte grün sein, was auch immer. Ja. So, diese Möglichkeiten haben Sie auch oft. Und Sie können dann natürlich auch mit Hilfe dieses Systems auch entsprechend animieren. Das heißt also, Sie können nicht nur diese Objekte zeichnen, sondern Sie können dann auch einen Schritt weitergehen und können diese Objekte animieren. Stellen Sie sich einen Ball vor, ne, der hin und her fliegt, an den Wänden abprallt und. Ja. Stellen Sie sich ein Paddle vor. Sie kennen bestimmt das Spiel Ping-Pong vielleicht, ne? Da könnten Sie das Paddle mit so einem einfachen Rechteck hier realisieren. Das sind schon so einfache Möglichkeiten. Ja. Zusätzlich bieten diese verschiedenen Systeme auch oft die Möglichkeit, dass Sie Grafiken laden können, entsprechend auf Ihrem Screen positionieren können, die Größe entsprechend einstellen können, die Grafik kleiner machen können, größer machen können, also das Ganze skalieren können. Und auch je nachdem die Möglichkeit, Sprite Sheets zu laden. Das haben wir ja schon in einem Video besprochen. Was ist ein Sprite? Was sind Sprite Sheets? Wie kann man die benutzen? Wenn Sie da Nachholbedarf haben, empfehle ich Ihnen meine Playlist Spieleprogrammierung. Da finden Sie die entsprechenden Videos, unter anderem das Video, wo das hier beschrieben wird. Sprite Sheets, dass Sie hier mal ein Beispiel haben. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Computerspiel bauen, in dem es ein Pferd gibt und dieses Pferd, das soll auch hin und her galoppieren können. Oder vielleicht können Sie das Pferd sogar lenken, ja, dass Sie es also in Ihrer Spielewelt hin und her laufen lassen können. So, und dann ist die Frage, wie mache ich das? Ja, wie bekomme ich das hin, dass ich ein Pferd habe und dass ich dieses Pferd auch tatsächlich hin und her bewegen kann, ne? Sodass es also auch wirklich den Anschein hat, okay, das galoppiert jetzt in meiner Spielewelt hin und her, das läuft richtig. Oder stellen Sie sich vor, anstatt ein Pferd könnte das hier ein Männchen sein, das könnte eine Person sein, die in ihrem Spiel hin und her laufen soll. Und da benutzt man sogenannte Sprites. Ein Sprite ganz allgemein ist nichts anderes wie eine animierte Grafik. Das wird allgemein als Sprite bezeichnet. Und ein Sprite-Sheet sehen Sie hier, wie gesagt, mit diesem kleinen Pferd. Das ist eine Grafik, die einfach mehrere Einzelszenen enthält. Jede Szene zeigt einen Bewegungsablauf, einen anderen, für diese eine Grafik. Na, für diesen einen Sprite, also in dem Fall unser Pferd. Programmiertechnisch, wie gesagt, da können die verschiedenen Systeme Sie unterstützen. Wird eine solche Grafik, ein solches Sprite-Sheet geladen. Es wird programmiertechnisch in seine einzelnen Szenen zerlegt und das Ganze wird dann entsprechend abgespult, beziehungsweise Sie können dann entsprechende Methoden bauen, zum Beispiel oder entsprechende Funktionen, mit denen Sie das Ganze steuern können. Zum Beispiel, dass es könnten Sie eine Methode haben, go right, na? Dann würde das Pferdchen nach rechts wandern oder go left, dann würde das Pferdchen nach links laufen. Na? Das sind so Möglichkeiten, wie Sie dann mit diesem Sprite-Sheet arbeiten können, dass Sie den Bewegungsablauf entsprechend hinbekommen können. Wie kommt man an diese Grafiken dran? Ganz einfach, es gibt zum Beispiel eine Seite, die nennt sich Open Game Art, werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken, und zwar den Link zu diesem Sprite-Sheet hier. Auf dieser Seite Open Game Art, da werden
gerade speziell von Künstlern, Grafikern, Designer werden entsprechende Grafiken für die Spieleprogrammierung veröffentlicht unter entsprechenden Lizenzen. Das heißt, wenn Ihnen da eine entsprechende Grafik zusagt, ein entsprechendes Sprite-Sheet zusagt, dann schauen Sie einfach in den entsprechenden Lizenzen nach, ob Sie dieses Sprite-Sheet oder diese Grafik allgemein, ob Sie die frei benutzen dürfen, in welchem Ausmaß Sie sie benutzen dürfen, ob Sie sie verändern dürfen, ob Sie dann später Ihr Projekt auch mit dieser Grafik einfach veröffentlichen können oder vielleicht, wenn Sie auf die Idee kommen, okay, ich habe ein schönes Spiel gebaut, ich möchte das kommerziell verbreiten, irgendwo im Shop für Geld anbieten, darf ich das auch? Ja, das geht alles aus diesen Lizenzen hervor, aus dem Grund, wie gesagt, wenn Sie, das habe ich schon in anderen Videos gesagt, wenn Sie auf der Suche nach solchem Grafikmaterial sind, gehen Sie nicht einfach hin und holen Sie sich von irgendwelchen x-beliebigen Seiten das Grafikmaterial und verwenden Sie das, sondern schauen Sie, darf ich das verwenden? Darf ich das frei verwenden, zum Beispiel als Hobby für zu Hause irgendwas zu bauen? Darf ich es auch später veröffentlichen oder darf ich es dann auch kommerziell verbreiten? Darf ich es verändern? Das geht alles aus diesen Lizenzen hervor. Es könnte ja möglich sein, dass ich sage, das Pferd hier ist braun, ich möchte lieber ein schwarzes Pferd haben oder ein weißes Pferd haben, welches schwarz gepunktet ist, was auch immer. Und dann müssen Sie diese Grafik entsprechend anpassen. Dann wäre die Frage, dürfen Sie das dann und dürfen Sie es dann noch veröffentlichen oder kommerziell verbreiten? So viel also dazu. So, weiterhin gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie Sounddateien laden können und dann diese Inhalte, also einen entsprechenden Ton, eine entsprechende Melodie, ein entsprechendes Geräusch, dann abspielen können in Ihrem Spiel. Zum Beispiel könnte das so sein, stellen Sie sich vor, eine Person, ne, die sich bewegen kann, die laufen kann. Und dann wäre es ja schön, wenn man das auch irgendwie hören würde. Ne? Zum Beispiel, dass man diese Fußtritte, wenn die Person über den Boden läuft, sich in der Spielewelt bewegt, dass man das hört. Ne? So. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben ein Autorennen spielen, dann wäre es ja eine schöne Sache, wenn man den Motor hören würde. Ne? Oder Sie haben ein Schießspielchen, ja, wo Sie beispielsweise Aliens bekämpfen müssen oder irgendwelche Feinde bekämpfen müssen. Und dann wäre es ja eine schöne Sache, wenn man das Abfeuern der Waffe hören würde. Ja, das würde dem Spiel ein bisschen Pep geben. Ja. Und da gibt es, wie gesagt, dann oft die Möglichkeit, dass Sie entsprechende Sounddateien einbinden können, die verarbeiten können. Das heißt also zum Beispiel Sounddatei abspulen können oder ab einer bestimmten Stelle nur die Sounddatei abspielen können. Ja. Oder nur über eine bestimmte Länge die Sounddatei abspielen können, etc. Und können das in Ihrem Spiel einbinden. Ja, das sind auch noch so Möglichkeiten, die Sie da haben. So, das war es an dieser Stelle schon. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt hier nicht zu sehr gelangweilt und konnte Ihnen ein bisschen was an Informationsmaterial vermitteln. Ich würde mich an dieser Stelle noch über ein Abonnement freuen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die Fragen wie immer gerne über das Kommentarfeld unten über YouTube, können Sie sich an mich wenden. Oder aber auch über Facebook, wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, meine Facebook-Seite verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen.